chance to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. By any means, your enemies, my enemies. Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Pokémon Go Part. Ihr habt ja schon im Teaser gesehen, dass wir ein paar Eier ausgebrütet haben. Das waren nicht die einzigen Eier, aber das waren halt die einzigen Eier, die ich, auf Kamera hatte. Ich habe nämlich noch ein Magma aus einem Ei rausbekommen und, das beherrscht zurzeit eine Arena. Relativ cool auf jeden Fall. Dann habe ich auf jeden Fall, meine Habitax. Ich habe sie endlich mal entwickelt bekommen zu einem Ibitag. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dafür auch gerne einen Namen in die Kommentare reinschreiben. Würde mich sehr freuen. Was habe ich denn noch so alles bekommen die letzten paar Tage? Punita habt ihr ja gesehen, habe ich aus dem Ei bekommen. Ich habe sogar noch ein Punita bekommen, aber, dazu kommen wir die Tage erstmal. Ich muss das irgendwie erstmal entwickeln bekommen, das Polita. Vielleicht holen. Ich habe Aquana jetzt Ariel, in Ariel umbenannt auf euren Wunsch. Können wir auch mal ein bisschen Power haben später. Dann habe ich hier noch ein Evoli bekommen auf 306 WP. Fand ich sehr krass, dass das schon 306 WP hat. Dann mein bis jetzt seltenstes Pokémon, was ich bekommen habe. Ein fucking Dratini. Wir haben nämlich heute noch so gegen 12 Uhr ungefähr im Park gechillt, haben zwei Pokestops mit Blüten angemacht und Batsch, was kam raus? Ein fucking Dratini stand da einfach rum. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr fucking nice. Das ist mein erstes Dratini, was ich einfach bekommen habe. Und es ist einfach eigentlich sau selten, weil ich kenne nur wenige, die einen Dratini haben. Und dafür hätte ich gerne auch einen Spitznamen und wenn ich das irgendwann mal entwickeln kann zu Dragoran, das wäre schon ziemlich nice. Dann habe ich heute, auf einer Autostraße, habe ich einen Apollo gefunden, meine lieben Freunde. Fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr krass, dass wir hier einen Apollo finden konnten. Das Ding war halt, das Krasseste, ich habe einen fucking Nidoking gefunden. Und ich war halt mit Nils wieder unterwegs und wir waren halt ein bisschen auf der Straße unterwegs. Da habe ich halt das Nidoking gesehen, der so, yo, ich fahre jetzt mal ein bisschen langsamer. Und ich hatte es auch auf dem Bildschirm drauf, ich hatte es auch die Bälle geworfen. Aber das Spiel ist bei einem Wurf abgestürzt. Das heißt, es ist halt einfach hängen geblieben. Und deswegen konnte ich das Pokémon nicht fangen. Ich muss das Spiel neu starten. Dann eben unseren Ei-MVP meiner Meinung nach, Tragosso, auch mit den Spitznamen für raussuchen. Weil ich finde, Tragosso ist ein cooles Pokémon. Knogger noch geiler natürlich. Und damit einfach noch 13 Tragosso-Bonbons. Und ich finde einfach, das ist ein relativ cooles Pokémon, was es verdient hat, aus diesen Ei rauszukommen. Und das hier kriege ich auch mal ganz schnell. So. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Was haben wir noch? Ich habe einen Anton gefangen. Ich habe einen Clefancer aus einem Ei bekommen. Die Server sind gerade wieder am Abspacken. Anton auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooles Pokémon. Auch mal gerne einen Namen für in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir auch für jedes Pokémon, was ich hier habe, was ihr hier gerade so seht, einen Namen raussuchen. Da ist ein Kabador. Doppelt, würde ich gleich noch wegmachen. Quarps habe ich auch öfter jetzt bekommen, die letzten paar Male. Auf jeden Fall coole Sache und ich werde jetzt noch ein paar Pokémon auf jeden Fall hochboosten. Ich habe auch ein paar Eier, die noch ausgebrütet werden. Ein 2,3er und zwei 9,2er Eier. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt noch ein bisschen hochbauen können. Ich glaube, Pinsir konnten... Ne, haben wir keine Bonbons mehr für. Ibitak haben wir noch ein paar Bonbons für. Verbraucht aber immer noch im Moment zu viel. Komm, wir geben ihn auf jeden Fall mal so ein paar ab. Ich glaube zwei, damit er seine 400 WP voll bekommt, der kleine Ariel. Der Mrs. Ariel, der Meerjungfrau-Mann und so. Okay, genau. 408, perfekt. Hat er schon mal was voll? Was brauchst du so? Vielleicht müssen wir auch mal was geben. Also ich habe, wie gesagt, immer konstant nur ein paar WP hochgehauen. Ich versuche gerade so ein halbes Team halt hochzupowern und nicht mal ein einziges Pokémon. Finde ich halt ein bisschen besser, als wenn man halt ein ganzes, einfach nur ein Pokémon hochhaut. Was dann halt am Ende mega OP ist, wäre glaube ich auch unnötig. Okay, das geht voran, dankeschön. Unser zweitstärkstes Pokémon jetzt, das Flyhigh. Was können wir nochmal? Skurr können wir noch ein bisschen hochhauen. Das hat auch lange keine Power-Ups mehr bekommen. Aber verdient es natürlich mal wieder ein paar Power-Ups zu bekommen. So, dann, was haben wir denn noch hier so? Dann das Punita, oder? Ne, da müssen wir erst noch entwickeln. Danach machen wir da weiter. Komm, gehen wir dem Ibitak die letzten 1000 Punkte. Oh ja, Ibitak bin ich auch sehr zufrieden mit, dass ich das endlich habe. Ob ich auch noch ein kleines Ständchen geben, mein lieben Freund.
So, und oh, Magma habe ich noch kein Sternchen gegeben. Auch mal ein Sternchen geben. Da freue ich mich schon drauf. Wenn das aus der Arena raus ist irgendwann mal, dann werde ich das auch mal ein bisschen hochboosten. Und Dratini, da bin ich echt sehr, sehr stolz drauf, dass ich endlich mal einen fucking Dratini gefunden habe. Oh man, ihr glaubt gar nicht, wie lange ich nach einem scheiß Dratini suche. Was ich gerade nochmal nachgucken möchte, ist Pummelhof. Ist es hier von Typ Fee? Ja, ist Typ Fee, okay, normal Fee. Wegen, ich wusste jetzt nicht, ob das jetzt von Typ Fee ist oder ob hier noch normal ist, weil es ja noch die erste Gen ist. Und Carpador halt braucht 400 fucking Bonbons, um sich zu einem Gyarados zu entwickeln. Ein fucking Carpador. Und das bringt einfach 1000 Sternenstaub für einen Power-Up. Das finde ich auch saukrass. Viel zu viel. Safcon brauche ich auch nicht mehr viel. Na doch, 22, ich glaube. Kokuna brauchte ich eher weniger. Genau, da brauchte ich jetzt noch ein fucking Hornliu und dann hätte ich's. Ein fucking Hornliu noch und dann hätte ich's. Stando habe ich heute auch gefangen. Auch sehr cool. Aber ich finde es auch krass, dass ich Dratini direkt auf 281 PP gefangen habe. Das ist echt schon krass. Und das braucht 1300 fucking Power-Ups, um eine höhere WP zu bekommen. Und zwei Dratini-Bonbons. Das ist schon cool, schon krass. Die anderen brauchen halt, oh doch, das braucht auch zwei. Was braucht 100, glaube ich, braucht nur einen, genau. Und ab 200 fängt es dann an mit den zwei Bonbons, oder? Ne, auch noch einen. Keine Ahnung, wie es abläuft. Auf jeden Fall brauche ich hier auch noch was. Ja, noch 33 Bonbons. Tausend-Bonbons habe ich eine Menge. 58 finde ich sehr, sehr krass. Sepia habe ich 7 Bonbons. Und ja, an sich war es das dann so gut wie mit der Pokémon-Liste, die wir hier haben. Und jetzt muss ich noch ein ganz kleines bisschen hier zu den Items erzählen, die ich hier bekommen habe. Ich habe nämlich auch was gekauft. Ich habe ja 5-mal Rauch gekauft und 6-mal Glücksei. Wie gesagt, würde ich auch gar nicht empfehlen, das zu kaufen. Ich hatte es halt noch offen auf meinem Konto, auf meinem App-Store-Konto. Deswegen habe ich mir das einfach mal gegönnt. Und ja, Glücksei bringt es auf jeden Fall. Schnell XP sammeln und so. Das ist auf jeden Fall eine relativ coole Sache. Ich bin jetzt auf Level 11 und brauche nur noch ein bisschen bis Level 12. Und ich war heute Mittag Level 8 oder Level 9 oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Dann habe ich jetzt ein neues Item bekommen. Supertrank nämlich. Somit können wir 50 KP des Pokémons heilen. Und mir ist halt aufgefallen, dass mein Beutel wieder komplett voll ist. Obwohl ich halt schon ein Upgrade gekauft habe, ist der scheiß Beutel einfach voll. Das ist einfach krass, wie schnell so ein Beutel hier voll gehen kann. Das finde ich echt nicht normal. Dann habe ich hier noch ein Lockmodul übrig. Dann 66 Himbeeren, die habe ich noch gar nicht eingesetzt. Ja, 200 Pokebälle. Ist mir aufgefallen, dass man die Pokebälle übrigens wieder aufheben kann, wenn man halt den daneben geworfen hat, kann man einmal drauf tippen auf den Pokeball und dann, naja, bekommt man den direkt wieder. Wir können mal in den Pokédex reingucken, wie es da so aussieht. Bisher nur ein fucking Starter-Pokémon, dann Raupi, Safcon, Snappo noch nicht, Bibo noch nicht. Dann habe ich Nidoking halt, wie ihr schon sehen könnt, eben gesehen. Nochmal der Beweis dafür, dass wir Nidoking gesehen haben. Ja, das ist schon krass. Ja, Pipi habe ich auch schon gesehen, nur nicht gefangen. Das habe ich noch so gesehen, aber nicht gefangen. Europe ist mir entwischt. Ich glaube, sonst war es das. Ja, genau, sonst war es das. Sepia. Ja, das ist natürlich auf jeden Fall sehr, sehr krass, was wir hier so an Pokémon schon haben. Gengar bräuchte ich noch. Da hat einer, also wir waren ja eben noch im Park und da waren sau viele, weil ich habe halt einen Pokestop, habe ich halt Dings aktiviert, die hier genau, Lockmodul. Und dann kamen sau viele Leute an. Das ist einfach krass, wie viele Leute dann ankommen. Und genau, wir haben 400 von 400 Items gerade hier. Wir können auch nichts auffallen oder nichts beleben, ne? Das ist hier scheiße. Ich kann das einfach nicht so verbrauchen. Ich würde es halt gerne verbrauchen, anstatt es einfach wegzuschmeißen. Ist halt irgendwie cooler. Auf jeden Fall frage ich mich, was denn Evoli hier noch wird. Das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Das wird ein starkes Evoli auf jeden Fall. Weil es jetzt schon 306 WP hat und dann später halt dann noch die Entwicklung. Und mal gucken, was da raus wird. Manchmal geschrieben auch bei Nacht kommt ein Nachtara raus. Ich habe das eine Evoli bei Nacht entwickelt und in der ersten Gen gibt es noch kein Nachtara, Leute. Also, ne, das kommt auf jeden Fall nicht daraus. Ja, auf jeden Fall bin ich heiß am Dratini am rumhantieren. Ich möchte gerne ein Dragonier bekommen, das wäre so eine krasse Sache. Ein Dragonier sag ich schon, der Dragonier war auch krass, aber Dragoran am Ende dann, das ist ein geiles Pokémon. Dragoran wäre schon, boah, ich würde das so feiern, ein Dragoran. Und vielen Dank nochmal für die ganzen Tipps, die mir unter das Pokémon Arena Video geschrieben habt, weil da waren eine Menge nützliche Tipps bei. Und meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal den Part zu Ende. Hier kriegt ihr nochmal die Liste, was für Pokémon ich jetzt alles hier habe.
sind jetzt noch nicht so die ganz, ganz krassen dabei, aber ich gehe morgen nochmal ein bisschen auf die Suche und Samstag bin ich nochmal in Köln und gucke da ein bisschen rum. Auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao, euer Solo mit Pokémon Go. Haut rein, Leute!